Ja, hallo liebe Fahrradkanal-Fans. Heute möchte ich die Bahntrasse in Remscheid von Remscheid-Hasten Richtung Remscheid-Zentrum zum Bahnhof testen. Starten tue ich hier von dem Edeka-Parkplatz am Ende oder am Anfang der Strecke, wie man das gerne sehen möchte, in Remscheid-Hasten. Das Parken ist hier Gott sei Dank nicht beschränkt wie auf manchen anderen Supermarktparkplätzen. Ich habe mich extra erkundigt bzw. vorne vor dem Einfahren geschaut. Also man braucht hier keine Parkscheibe. Ja, nun will ich auch gleich starten und werde dann nachher noch mal etwas über die Bahntrasse erzählen. Wie gesagt, hier nochmal der Platz. Das sind ein paar Geschäfte. Parken kann man da zwar, aber eben leider nur zeitlich begrenzt. Ja, und hier geht die Trasse quasi los oder endet, je nachdem wie man das möchte. Die ehemalige Bahntrasse startet bzw. endet hier. Okay, Parkplätze sind natürlich auch hier rar, deswegen habe ich ja, wie vorhin schon gesehen, am Supermarkt geparkt. Aber nun will ich jetzt auch losradeln zum Test. We'll be right back.
sagen Sie, nutzen Sie die Trasse viel? Ja, weil das ist ja eigentlich so ein Stummelstück, ne? Weder richtige Anbindung noch irgendwie. Naja, aber es ist jetzt nicht so, dass man da ohne große Steigung irgendwie zur nächsten Trasse kommt. Ne? Ja. Ja, ich habe im Google Maps geguckt, 4,9 irgendwie sowas. Ja, es ist also so ein bisschen. Weiter in die Richtung nach dem Hauptbahnhof, Richtung Länder. Und ja, wie heißt du noch gleich? Ja, genau. Ja, so von Remscheid aus am Bahnhof endet ja die Trasse. Und von da aus müsste man dann Richtung Lennep weiterfahren und zur Balkantrasse fahren. Also so richtig gute Radwegabteilung auf dem Stück da, die Neuenkamper Straße, habe ich da nicht wirklich gesehen. Ja, deswegen finde ich, ist dieses Stück hier zwar sehr schön, aber irgendwie doch in Nirvana, höchstens für die Anwohner, um mit dem Zug morgens als Pendelverkehr zu fahren, oder? Ja, aber es ist ein Anfang. Ja, man will ja nicht meckern, ne? Ja, aber ist halt die Frage, wenn Sie hier öfters fahren, sehen Sie hier viele andere Radfahrer, oder? Schon viele. Doch. Ja, gut. Jetzt ist ja jetzt nicht gerade Berufsverkehrszeit, aber... Am Ende muss man hier dauernd klingeln. Ne? Echt? Ja. Ach, das ist ja schön. Also auch mit dem Rad? Ja. Ah, prima. Ich war auch immer zur Arbeit über die Trasse, dann muss ich nach Kronberg hoch und dann komplette Samba-Trasse bis zum Zoo runter. Also das ist eigentlich ein schöner Weg. Ne? Ja, eigentlich ja. Aber wie gesagt, ich finde, so fehlt so ein bisschen die Anbindung, um irgendwie weiterzukommen. Nach Kronberg und dann runter nach Wuppertal. Naja, also fast runter und dann wieder hinten den Berg hoch. Ist schon ein bisschen hart. Ich fahre mal eben vor. Ja. E-Biker kein Thema. Das ist aber auch eins gegrößert, halt den Radius, ne? Ja. Ja, ich sag mal so, ich bin eigentlich Wochenend schön Wetterradler oder eben alternativ solche Bahntrassen oder Flussradwege. Weil an den Straßen macht es bei dem Verkehr keinen Spaß. Ja, wenn das Ihr Akku mitmacht, dann können Sie ja ganz bequem von Lennep bis nach Köln fahren. Also 90% Trasse. Ja, ich bin das die ist, schon. Das ist perfekt. Bin die schon ganz gefahren von Marienheide bis nach Olpe runter. Ja. über 50 Kilometer. Ja, das ist sehr schön. Also ist natürlich immer blöd, wenn man so eine Bahntrasse hinfahren muss und wieder zurück. Ja. Aber da gibt es ja den Fahrradbus mittlerweile, das ist ja sehr schön. Und benutzt? Ja, klar. Also, wir sind dann von Lennep aus bis Bursch, also Wermelskirchen, Born oder Neuborn. Da ist eine Haltestelle. Und dann kann man da in den Fahrradbus einsteigen. Und dann sind wir bis Marienheide und von da aus dann gestartet und haben die ganze Tour gemacht. Nee, super schön. Und meist dann auch schnell am Rhein. Ne? Nee, das ist schon nicht schlecht. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das doch so angenommen wird. Ja, ist ganz schön frequentiert. Schön. Inline und Spaziergänger, Radfahrer. Ich habe gerade unten in Hasten am Anfang gedacht, naja, das ist aber eher eine Kinderwagentrasse, weil da waren sehr viele, kamen direkt viele Mädels mit ihrem Kinderwagen. Ja. Naja, aber schön. Jo, wenn Sie schneller wollen. Schönen Tag noch. Ne? Danke, tschüss.
Schröder ausstellen. Von der Firma Reinshagen und Schröder. Eine Kehrausstellung. Sehr schön. Okay, wir fahren weiter Richtung Bahn. Liebe Fahrradkanal-Freunde, ich bin am Anfang oder am Ende, je nachdem, wie man das gerne sehen möchte, dieser ehemaligen Bahntrasse, die zum Remscheider Hauptbahnhof führt, angekommen. Ja, wie ihr sehen könnt, Willkommensschild. In die Richtung geht die Bahntrasse noch ein Stückchen weiter, um dann bis zum Remscheider Hauptbahnhof zu gehen bzw. fahren zu können. Hier ist der Bahnübergang, wie man sieht. Remscheid Hauptbahnhof ist angeschlagen dort hinten an dem ehemaligen Stellwerkshäuschen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch aktiv ist. Ja, und wie gesagt, dort kann man natürlich dann einsteigen und weiterfahren bis nach Remscheid-Lennep, um dann zur Balkantrasse zu gelangen, die entweder in die eine Richtung, Richtung Marienheide geht, oder in die andere Richtung, Richtung Olpe. Opladen. Ja, Opladen-Leichlingen. Dort ist das andere Ende der Balkantrasse, die nach Marienheide führt. Ob die Bahntrasse nützlich ist, habe ich mit einem Radler unterwegs gesprochen. Ob das Interview hörbar ist und ob man den Ton verstehen kann, werde ich leider erst zu Hause sehen. Werde ich vielleicht dann entsprechend einspielen. Ja, wie man sieht, dort kommt schon wieder ein Radler. Also die Trasse wird wohl ganz gut genutzt.
Ja, ich habe das Ende der Bahntrasse erreicht. Und ich will noch ein paar Fotos machen, hier von dem Radweg-Hinweisschildern. Ja, das Schild rechts herum geht Richtung Remscheid-Lennep. Hier noch der Remscheider Hauptbahnhof. Ja, und hier nochmal der Blick in Fahrtrichtung Remscheid-Lennep. Und hier der Blick Richtung Remscheid-Zentrum. Tja, ich mache mich jetzt wieder auf den Rückweg.
Sagen Sie, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Nutzen Sie die Trasse viel oder öfters? Ja, fahren Sie öfters zum Fitbleiben. Schön. Ich habe gehört, am Wochenende ist hier ganz schön was los. Also. Ja. Ja, dann bedanke ich mich. Tschüss.
ich näher mich jetzt wieder dem Startpunkt und hier ist gleich auch meine Tour wieder zu Ende in Remscheid-Hasten. Ja, ich möchte mich schon mal bei meinen Zuschauern verabschieden und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss!